Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute, ja, beantworte ich einige Fragen, die im Tag Bye Bye Sommerbuch-Tag gestellt werden. Ich wurde getaggt von der lieben Christine und ja, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, vor allem, weil ich ja wirklich jemand bin, der ein absolutes Sommerkind bin und diese jetzt folgende kalte und stürmische und verregnete Jahreszeit nicht unbedingt herbeisehen. Umso schmerzvoller ist dieses Bye-bye, aber wir wissen ja zum Glück, es ist nicht für immer. Spätestens im nächsten Jahr, irgendwann im April, wird es wieder etwas schöner und sommerlicher. Und das ist natürlich schon das Schöne irgendwie auch an den Jahreszeiten, dass eben so für jeden irgendwas dabei ist und man dann eben auch einfach wieder warten muss, bis das nächste kommt. Ja, ich würde auch gerne zwei Leute direkt zu Beginn taggen. Ich packe das Video von Christine unten in die Infobox und auch die Kanäle von der lieben Anka und auch der lieben Tanja. Wenn ihr Lust habt, den Tag zu machen, dann ja, lade ich euch herzlich dazu ein und natürlich auch alle anderen, die darauf Lust haben. Die Frage und auch meine Bücher findet ihr dann unten in der Infobox. Schaut da auch gerne mal vorbei. Und wenn ihr vielleicht Lust habt, ja, den Tag in den Kommentaren zu beantworten, dann findet ihr die Fragen auch unten in der Infobox. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit Frage 1. Freibad, See oder doch der eigene Pool? Finde eine Geschichte, wo Wasser ein Hauptbestandteil ist. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe zwar einige Geschichten, wo das Meer, eine Insel, die Küste irgendwie eine Rolle spielt, aber so richtig, wo es ums Wasser geht, im Wasser, da tatsächlich eher weniger. Aber eine Geschichte ja, ist mir in sehr, sehr guter Erinnerung, war vor zwei Jahren, nein, im letzten Jahr ein absolutes Highlight, und zwar Silence von der lieben Kerstin Merkel. Das ist ja ihr zweites Buch und ich bin ein großer Fan dieser Geschichte, besonders ja, wenn es da um das Schiff geht, um die Tiefen des Meeres, um ja, Finn, den ich sehr, sehr ins Herz geschlossen habe, aber auch Skylar und wirklich eine ganz, ganz tolle High-Fantasy-Geschichte, die so viel mehr ist als nur Wasser und eine Schiffsreise und ja, die ich in sehr, sehr guter Erinnerung habe und ja, was mich auch immer noch in meinem Highlight-Regal anlächelt und ich ja auch noch ein Buch von ihr auf dem Sub habe, aber das, ja, muss sich dieses Jahr unbedingt auch noch ändern. Zweite Frage. Leckeres Eis, soweit das Auge reicht. Zeige ein fröhliches, gute Laune-Buch. Und hier muss ich sagen, habe ich es mir tatsächlich ein bisschen schwerer getan, weil so richtig fröhliche, gute Laune-Bücher habe ich eher wenige im Regal. Aber ein Buch, über das ich sehr viel geschmunzelt habe, was ich sehr schön fand, war definitiv Verliebt in deine schönsten Seiten von Emily Henry. Das habe ich ja vor wenigen Wochen gelesen, auf jeden Fall noch so Ende Frühling, Anfang des Sommers. Und hier geht es ja um zwei Autoren, die im Grunde, ja, sich ihr Manuskript tauschen und er versucht sich an ihrer Liebesgeschichte und sie versucht sich an etwas schwererer literarischer Kost. Und in dieser Zeit, wo sie das tauschen und nebeneinander wohnen, ja, necken sie sich auch immer ganz und ziehen sich ein bisschen auf und ja, haben einen ganz wunderbaren Humor in ihrer Freundschaft, in ihrer Verbindung. Und ja, das war definitiv eine doch fröhliche, gute Laune-Geschichte, wenn mir sowas tatsächlich auch eher schwerfällt, ohne dass es dann ja eben vielleicht auch zu kitschig wird. Das ist ja halt dann tatsächlich auch nicht immer so meins. Dritte Frage, hitzefrei. Zeige ein Buch, wo eine große Reise, Roadtrip, eine Rolle spielt. Und da gibt es natürlich in den letzten Monaten einige Bücher, weil ich da doch recht viel gelesen habe. Ich möchte aber die geilste Lücke im Lebenslauf nennen von Nick Martin. Ein Highlight-Buch aus dem letzten Jahr. Auch dazu gehört für mich der Podcast von Nick, dem ich sehr gerne lausche und immer wieder mal darauf zurückkomme, um ja, so ihm einfach zu folgen, was er gerade macht, wo er unterwegs ist. Und das macht er natürlich alles wunderbar in seinem fränkischen Dialekt und ich finde das großartig. Auch das Buch begleitet uns im Grunde auf seinen Reisen und er hat das Buch ja in der Hängematte eingesprochen und das sowieso großartig und hatte dann eine Co-Autorin, die das ins Reine gebracht hat, aber eben seine Stimme nicht verfälscht hat. Und das hat mir auch an dem Buch besonders gefallen, dass man ihn eben in jeder Zeile wiedererkannt hat und wir hier wirklich eine große Reise haben, wirklich eine Auszeit, die sehr lange dauert und die einfach Spaß macht zu erleben, wie er die Länder wahrnimmt, die Menschen, die Gegebenheiten, die kleinen Abenteuer, und mir hat das wirklich großen Spaß gemacht. Ich bin sehr happy, dass das Buch auch im Regal steht.
Vierte Frage, der Übergang von Sommer zu Herbst. Welches Buch fehlt dir noch in deinem Regal, ein Buch deiner Wunschliste? Und das ist tatsächlich gar nicht so eine einfache Frage, weil ich doch einige Bücher auf der Wunschliste habe. Viele Bücher sind aber Neuerscheinungen, die ich da tracke. Aber ein Buch wächst immer weiter nach oben sozusagen auf der Wunschliste. Und zwar ist das Neon Birds von Marie Krassoff. Hier schwärmen so einige davon. Und jetzt kommt, glaube ich, auch im September noch oder im Oktober der dritte Teil der Reihe heraus und dementsprechend wäre jetzt wohl auch ein guter Zeitpunkt, da einzusteigen. Ich habe von Marie Krassoff noch nichts gelesen, aber besonders beim letzten Hörgenuss von der lieben Ruth, die da so geschwärmt hat, hat mich tatsächlich sehr gepackt und ich sag mal, ja, das steht jetzt auf der Wunschliste in den Top 5. Ich packe das Video von Ruth zum Hörgenuss auch mal unten in die Infobox und auch die Playlist zum Hörgenuss des Monats findet ihr immer da unten und ich finde es mega spannend, diese im Grunde Roboter, künstliche Intelligenz mit dem Mix der Menschen und dann irgendwie, ja, ich mag sowas, ich mag Science Fiction und dementsprechend ist das relativ weit oben auf meiner Wunschliste. Fünftens, die Bäume beginnen sich zu färben. Zeige dein schönstes Cover in Herbstfarben. Und tatsächlich gibt es so einige, die in diese Herbstrichtung gehen, aber womit tatsächlich das schönste Cover auch aus diesem Jahr ist Flammenklingen von Erik Kellen und Mira Valentin. Das ist der zweite Teil der Lichtbringer-Saga und das ist wirklich eine großartige Reihe. Der erste Teil ist ja eher bläulich, kam im letzten Jahr raus und der dritte Teil geht dann ins Lilafarbene, aber ich finde hier den zweiten Teil mit diesem Rot, Orange und Gelb und es brennt und diesen Figuren, die so schattig angedeutet werden. Ich liebe diese Cover. Ich finde die wirklich großartig und auch die ganze Reihe ist wirklich der Hammer. Also hat mich sehr, sehr geflasht. Ist definitiv ein Highlight. Ich bin sehr happy, dass die Bücher im Regal stehen und ich immer mal einen Blick dahin werfe und denke, ach, war das schön. Einfach schön. Und auch die Kombi aus Erik Kellen und Mira Valentin ist sehr gelungen, weil es den Perspektiven eben eine andere Stimme gibt, wie ich mir das ja immer sehr häufig wünsche und man so einfach das Können der beiden wirklich ganz toll erkennen kann und das Miteinander auch so gut funktioniert. Also eine Reihe, die ich auch absolut empfehlen kann. Sechste Frage. Fallende Blätter, finde eine Geschichte, in der es um Herzschmerz geht. Und ähnlich wie mit den fröhlichen Gute-Laune-Büchern, muss ich ehrlich gestehen, ist Herzschmerz auch immer ein bisschen schwieriger bei mir, weil ich sowas gar nicht so häufig lese, weil es halt sehr oft auch Schicksalsschläge sind, die irgendwie damit zu tun haben und gibt so ein oder andere Tiergeschichten, die bei mir persönlich dann Herzschmerz auslösen. Aber ich würde sagen, der All-Time-Klassiker in meinem Regal, wenn es um Herzschmerz geht, ist Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Ich habe, glaube ich, danach nie mehr ein Buch gelesen, was mich mit so einem merkwürdigen Gefühl zurückgelassen hat, wo die eine Hälfte des Herzens weint und die andere Hälfte lacht, wo ich gleichzeitig weine, weil ich traurig bin und gleichzeitig weine, weil Hoffnung besteht und es ist für mich einfach das Herzschmerzbuch schlechthin und was aber so viele Gefühle einfach dazu bringt, dass es dann irgendwie herzschmerzig wird und das Herz am Ende gar nicht mehr weiß, wie es jetzt eigentlich ticken soll. Also für mich eine absolute Highlight-Geschichte und es gibt ja immer noch dieses Gerücht, diese Beschreibung, dass es so ein Krebsbuch ist. Das ist es nicht. Es ist für mich ein sehr hoffnungsvolles Buch, was eben einfach zeigt, wie das Leben ist, wenn man eben wirklich nur einen Ausschnitt sieht und mit zwei ganz tollen Protagonisten. Und John Green hat hier wirklich, finde ich, ein Meisterwerk geschaffen und auch die Verfilmung kann ich empfehlen, auch wenn sie natürlich von der Tiefgründigkeit nicht ganz dahin kommt, wo das Buch hingeht. Aber ja, das Herzschmerzbuch für mich. Siebte Frage. Bewölktes Wetter und Regen. Zeige eine düstere Geschichte. Ja, natürlich fällt mir da direkt die Hexersaga von Sapkowski ein. Das möchte ich hier aber gar nicht benennen, denn ich werde über Nevernight von J. Christoph sprechen. Definitiv eine Geschichte, die ich so überhaupt nicht erwartet habe, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass mich diese Düsternis, diese Dunkelheit, diese Brutalität, dass mich das so fesselt. Das ist High Fantasy, wie ich es liebe. An mancher Stelle zu derb und besonders jetzt im zweiten Teil gab es so eine Szene, wo ich auch dachte, ja, dieses Porno-like mag ich dann halt auch einfach manchmal nicht. Aber es ist düster, es ist dunkel und es
ja, macht unglaublichen Spaß. Und natürlich kann man bei Düster jetzt auch irgendwie Vampirgeschichten oder ja, irgendwie sowas erwarten oder Horror oder Grusel. Aber das ist auch in der Regel eher was, was ich nicht so lese. Bei mir bildet sich Düster tatsächlich eher in der Fantasy ab und dementsprechend, ja, hype ich gerade Nevernight, bin da total im Leseflow und finde diese Düsternis, diese Dunkelheit, die eben auch Mia, unsere Protagonistin, umhüllt. Ich finde die großartig und auch diese Idee mit diesen Schattentieren, ach, ich bin ein Fan und deswegen muss dieses Buch bei Düsternis definitiv her. Achte Frage, Zeitumstellung. Welches Buch hat dir so gut gefallen, dass du es am liebsten immer wieder zum ersten Mal lesen möchtest? Und ich glaube, wohl sehr viele von uns werden sagen, es ist Harry Potter. Ich glaube, wir würden alle super, super gerne, also mit alle meine ich alle Potterheads, super, super gerne diese Geschichte nochmal ein erstes Mal lesen. Nochmal mit diesen neugierigen, offenen, ersten Augen durch diese Geschichte gehen, ohne zu wissen, wie es endet, wo es hinführt, da etwas hinein zu interpretieren, weil man ja das Ende kennt, da in Überlegungen zu kommen und ohne zu wissen, was uns erwartet. Und ich würde das wirklich super, super gerne machen. Also es ist wirklich die Geschichte, die mir sofort einfällt, wenn ich gefragt werde, welche Geschichte möchtest du im Grunde noch nicht kennen und frisch kennenlernen. Das ist für mich definitiv Harry Potter und ich weiß, dass es vielen auch so geht, weil man eben durch das Ende die Geschichte doch oder manche Charaktere oder ja, die Geschichte, den Fortlauf einfach doch ein bisschen mit anderen Augen sieht und umso spannender wäre es, sie einfach nochmal neu zu entdecken. Damit möchte ich gar nicht sagen, dass ich weiß, ob wenn ich heute mit Mitte 30 die Geschichte für mich nochmal entdecken würde, ob ich sie dann so feiern würde, wie ich es die letzten über 20 Jahre gemacht habe, aber also, ihr versteht, wie ich das meine. Das weiß ich natürlich nicht, wie es ist, wenn man die Geschichte als Erwachsener, insofern wir erwachsen sind, mit Mitte 30, wie wir das finden. Das weiß ich natürlich nicht. Aber mit der Hoffnung, dass es ein Highlight für mich wird und ich ein Potterhead werde, ja, würde ich diese Geschichte, also ja, möchte ich die gerne noch ein erstes Mal lesen. Neunte Frage, die ersten Weihnachtssüßigkeiten wurden gesichtet. Das finde ich tatsächlich gruselig, dass es die Ende August schon gibt. Welche Geschichte hat dich schockiert, positiv oder negativ? Also negativ schockieren tun mich so einige Geschichten. Positiv schockiert hat mich definitiv The Passengers von John Mars. Und zwar hat mich dieser Gedanke an autonome Autos, an eine autonome Welt, wo die Autos selbst waren, die Busse, die Züge, alles und welche Auswirkungen das haben kann, wenn dieses System gehackt wird und dann 9 oder 8 Autos im Grunde ja irgendwie in diese Gewalt kommen und die Menschheit von außen entscheiden soll, ja, wer ist jetzt als nächstes dran, wer überlebt die Fahrt nicht und so weiter. Das hat mich echt an vielen Stellen schockiert. Es ist nämlich gar nicht so weit weg, es ist gar nicht so eine Zukunftsvision und ich finde es eine Horrorvorstellung. Also das ist für mich blanker Horror, ich habe das auch in meiner Rezension dazu gesagt, dass es da gar keinen Clown braucht oder einen Vampir oder irgendwas, was Horrormäßiges unterwegs ist, einen dunklen Wald. Ich finde autonome Autos schon gruselig genug. Und das hat mich wirklich an vielen Stellen schockiert zurückgelassen, wie Menschen ticken, wie sie wahrscheinlich tatsächlich auch in unserer Welt, also weil es ist ja nicht weit, wie das sein wird, wie das mit den Autos sein wird. Also ja, das hat mich mehr als schockiert zurückgelassen und ja, nicht nur mich, auch meine Mitleser und ja, das aber definitiv, ich sage jetzt mal positiv schockiert, weil es für mich wirklich auch ein Highlight war und also es hat mich zwar schon negativ schockiert, aber in einem positiven Highlightbuch. Und dann kommen wir auch schon zur 10. und letzten Frage. Vorfreude auf Weihnachten, auf welche Neuerscheinungen fieberst du am meisten hin? Und da muss ich echt sagen, da gibt es dieses Jahr doch noch so 3, 4, 5, die ich wirklich absolut darauf warte. Egal, ob es zum Beispiel auch der neue Strobel ist, die ein oder andere High-Fantasy-Story, Science-Fiction. Aber ich bin natürlich ein Fitzek-Fan und freue mich dementsprechend sehr, sehr, sehr auf Der Heimweg, der jetzt ja auch Mitte, Ende Oktober erscheint, wo wir ja eine junge Frau begleiten, die ja im Grunde ihr Todesdatum schon an der Wand mit Blut vorgefunden hat und an dem Tag unterwegs ist und dann auf dem Heimweg ist
und sie dann verfolgt wird, aber gleichzeitig eben jemanden am Telefon hat von so einer, ja, im Grunde Telefongemeinschaft, die Frauen auf den Heimweg begleiten. Und ja, ich bin da mega gespannt, was Fitzek draus macht. Ich denke, es wird wieder ein Page-Turner, ob es wieder extremst unlogisch und absurd wird wie das Geschenk im letzten Jahr. Weiß man natürlich nicht. Ich hoffe, dass es wieder ein bisschen mehr an Logik hat. Und auf was ich mich auch sehr, sehr freue, deswegen möchte ich hier gerne zwei Antworten geben, ist das neue Buch von David Michie, Die Katze des Dalai Lama und vier Geheimnisse des Glücks. Und ich liebe die Reihe um die Katze des Dalai Lama. Ich liebe die Ideen, die David Michie hat, was den Buddhismus angeht, was Glück angeht, was Bewusstsein, Achtsamkeit. Ich mag seine Art des Beobachtens, des darüber Nachdenkens und uns Mitgebens. Und besonders die Katze des Dalai Lama hat es mir natürlich sehr, sehr angetan. Ich habe diese Trilogie geliebt. Ein Band ist ja auch schon stellvertretend ins Highlight-Regal eingezogen und ich bin großer, großer Fan und freue mich dementsprechend auf ja, diese vier Glücksweisheiten der Katze des Dalai Lama. Erscheint, glaube ich, im November und ja, darauf freue ich mich sehr. Ja, das waren es jetzt auch schon, die 10 Fragen und meine Bücher dazu. Alles findet ihr in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Auch bei der lieben Christine, die mich getaggt hat. Die freut sich bestimmt, wenn ihr da einen lieben Gruß von mir da lasst und ja, bye-bye Sommer. Hoffen wir mal, dass wir noch einen schönen goldenen Herbst bekommen. Dann, glaube ich, wäre ich auch ganz zufrieden. Wie gesagt, es dürfen sich alle getaggt fühlen. Ich würde mich besonders über die Videos von Anka und Tanja freuen. Also, wenn ihr zwei Lust habt, macht sie gerne. Und natürlich auch ihr, wenn ihr in den Kommentaren Lust habt, freue ich mich sehr darüber. Lasst uns da gerne auch vielleicht über das ein oder andere Buch, die ein oder andere Frage in den Austausch kommen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.